vorbereitet habt. Warum hatte uns eigentlich dieser Dieb vorhin geschwindelt? Wollte er angeben, dass er angeblich einer der am besten Befehle ausführten wäre? Ich glaube es ja irgendwie nicht. Elenden Bombardement-Echsen. Das hier sind fanatische Echsen sogar, so nennen sie sich. Interessante Untergruppe. Sind mir die Nahkämpfer doch lieber. Die fallen nämlich mit einem Schlag. Oh je, Mini, das hier könnte deutlich größeres Gebiet sein als das an der Oberfläche. Ich habe nicht genug magische Kräfte dafür. Na, die Tränke geben uns erstmal noch nicht aus. Dann probieren wir den Shit hier. Und immer schön ablaufen, denn irgendwie muss es ja einen Weg zu den anderen Orten dort drüben geben. Mehr von dieser verdammten Magie schaffe ich nicht. Und wir sind am Boden angelangt, wie es aussieht. Yep. Nee, doch nicht. Oder? Doch, vielleicht schon. Hervorragende Todesklinge. Oh, klingt nett. Hm. Wenn wir die Dinger nicht treffen können, sind sie sehr, sehr ärgerlich. Oder die Waldfee so viel. Beziehungsweise so groß ist der Eingang der Kanalisation jetzt hier gerade gar nicht. Wundert mich ein wenig. Ich kann jetzt höchstens da unten nochmal irgendwo lang. Da ist die Kanalisation auch wieder in mehrere Gebietsabstücke gegliedert, in die wir durch unterschiedliche Eingänge rein müssen. Das wäre blöd. Genug jetzt mit der Magie. Ich habe nicht genug magische Kräfte. Finden wir auf jeden Fall schon mal einen verschließartigen Unterschlupf. Da geht's gar nicht mehr weiter. Wie soll man denn da in den reinkommen? Na, komm her, du fanatische Echse. Im One-on-One haben sie eh keine Chance. Ey, weg da. Zu viele. Ernsthaft zu viele? Alter, die Dinger machen echt Schaden. Das ist der Wahnsinn. So, schön speichern. Sehr gut. Kommt jetzt außerdem diese gesamte Masse auf einmal her? Hab ich da irgendwo... Oh ja, ein Nest entdeckt. Und da ist noch jemand anderes. Ein Echsenattentäter. Kann ich euch eventuell begeistern für... sagen wir einen Killerskorpion?
Oh, wo rennt denn der jetzt hin? Verdammt, ich habe ihn zu früh benutzt. Jetzt hat Hausen, oder? Jawohl. Ha. Der ging schneller down, als ich gedacht hätte. Der Attentäter war ein Loser. Auf der anderen Seite sind aber noch ein paar. Genug jetzt mit der Magie. Alter, was sind denn das für Fatzeköpfe? Geh mir ganz schön auf den Sack. Und der Killer-Skorpion sucht sich immer noch ein paar neue Opfer. Der wird auch nicht müde. Ah, da kommen sie. Lasst euch nicht entkommen. Wer weiß, wo ihr mir sonst wieder auslauern werdet. Wenn man sich auf der Karte das mal anguckt, da haben wir zwei andere Eingänge gehabt. Aber nur hier unten können wir momentan weitergehen. Oh, was ist denn da schon wieder für eine Echsenmagier? Wow, was war denn das? Hat er mich gerade verflucht oder sowas? Ich traue dem Ganzen nicht, ich will einen Todesskorpion. Ich glaube, zu Recht traute ich der Sache nicht, denn der überlebt ganz schön lange. Gab auch 8000 Erfahrungspunkte. Der Attentäter hingegen war ein Witz. Der Skorpion hat sich doch gelohnt. Nichts sagen. Komm her, Attentäter. Bam. Und down. Down. Ich habe nicht genug magische Heilige Kräfte. Scheiße. Alter. Verarscht mich doch. Mehr von Holy dieser verdammten Moly. Magie schaffe ich nicht. Also bis jetzt sind diese Fanatiker die schlimmsten Gegner. Und dieser Magier ist nochmal sowas Besonderes gewesen. Mit denen sich erst gar nicht anlegen. Glitzert was grün. Das magt. Und irgendwie habe ich bald einen Tränkemangel. Dabei hat man so viel Geld dafür schon ausgegeben. Das ist erschreckend. Irgendeiner lief doch da noch rum. Da ist er. So, die linke Seite, glaube ich, sind wir jetzt bald wenigstens endlich mal beim Finishing. Oder? Ja. Karte Ende. Dann geht's hier hoch zu dem zweiten Eingang, den wir gefunden hatten. Und dort oben der dritte.
Da werden wir dann die gesamte Kanalisation fertig haben wahrscheinlich. Ja, wie drei Eindenkungen, denke ich, wird es nicht geben. Jetzt mit der Magie. Warum geht man eigentlich überhaupt hier in die Dinger rein, damit man die Echsenmenschen abschlachten kann? Ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum es diese Höhlen hier gibt. Dort hinten krabbelt noch mein liebes Teleskop-Schönchen munter vor sich hin. Ja, so wirklich das geht eben, tut's hier ja nicht. Ich habe nicht genug magische Kräfte dafür. Das war jetzt echt mal wieder knapp. Und ich will doch einfach nur wissen, was es hier unten gibt. Aus irgendeinem Grund muss es doch geben. Was war dahinter? Oh Gott, was ist denn das für eine? Eine Blitzechse. Erstmal speichern, das sieht mir böse aus. Oh, naja. Geht gerade eigentlich ganz gut. Das war jetzt irgendwie billig. Ich bin stark enttäuscht. Die sah mal richtig cool aus. Gold, Gold, Schatztruhe, in der nichts drin ist. Ich glaube, die haben noch nicht so ganz verstanden, dass man eine Schatztruhe benutzen soll, um da was reinzulegen. Und da hätten wir den Abschnitt fertig. Drüben gammelt irgendwo noch eine Echse rum. Und ich finde mich gerade absolut nicht mehr zurecht. Ah, da vorne geht's auch gut. Ich wundere, warum ich da ab und zu das Geld nicht einsamme. Ich brauche nämlich die Höhle momentan eh nimmer. Hab schon so dermaßen viel Knete. Ein Brunnen. Es riecht hier irgendwie nach Gift. Ich sollte sehr vorsichtig sein. Wieder eine Blitzecke. Adios, muchacho. Und ja. Und einige ermordet, wie es aussieht. Aber wir wären nicht wir, wenn wir nicht in den Brunnen greifen würden. Und dort 10.000 Goldmünzen finden. 10.000! Nice! Ach, das mickrige Gift, das überleben wir doch locker.